Gut, ihr lieben Makerlein. Boah, was war das ein anstrengender Bild. Das hat mich jetzt gute 3 Stunden gekostet. Allein schon nur, nicht die Teile zu drucken. Nein, um Gottes Willen, irgendwo denkt ihr hin. Die Teile habe ich jetzt in den letzten Tagen gedruckt. In den letzten Wochen. Nein, Quatsch. Aber der Bild hat halt ein bisschen länger gedauert, weil ich immer die Kamera drauf hatte, um für euch die ganzen Details zusammenzusuchen. Hat aber auch einen Mord Spaß gemacht. Und ich glaube, das Ding hat sich echt gelohnt zu bauen. Also, ich gucke gerade darüber, weil da drüben steht er und ich freue mich echt wie Bolle. Das ist echt ein geiles Teil geworden. Vor allen Dingen habe ich jetzt nicht mehr dieses provisorische, einfach so mit dem Bohrer ausgeholte Loch entsprechend im Boden, sondern wirklich ein schönes, mit der Lochsäge ausgeschnittenes Loch, wo dann entsprechend auch noch eine schöne Verkleidung drin ist, damit die Kabel schön durchrutschen und sich nicht irgendwo in der Zwischenebene verirren. Ist cool, das Ding. Wo soll ich anfangen? Ich hole mal hier die alten Teile. Ich möchte euch nämlich gerne ein bisschen was zeigen. Wo haben wir es denn? Da sind wir. Der alte Drucker hat diese Scharniere hier. Ja, das heißt also, quasi vorne links auf der Ecke ist dieses Teil hier drauf. Das ist alles, wie man sieht, gedruckt. Hier vorne auch. Wenn ich da jetzt ein bisschen zu fest drankomme, klack, ab. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Macht keinen Spaß. Das neue Enclosure hat das Ganze mit Schrauben. Das heißt also, die haben da clevererweise dran gedacht, die haben Löcher reingebohrt oder Löcher eingebaut quasi und in diese Löcher kommen dann halt die Schrauben rein. Das flutscht richtig gut. Das zweite Thema sind Magnete. Und das kann man jetzt halten, wie man es will. Ich finde es zum Teil gut. Ich finde es nicht 100% super. Ich finde es nur so semi besser als beim letzten. Beim letzten musste man die Magnete in eine offene Fläche einfach einkleben. Ich habe das mit Epoxy gemacht, weil das ganz gut gehalten hat. Und die Magnete, wenn die mal in die Nähe voneinander kommen, dann kriegst du die mit normalem Uhu oder sowas in Richtung, kriegst du die direkt wieder rausgezogen. Gerade bei PETG. Und da hat man sich ähnlich wie bei Brucer üblich halt entsprechend Einlässe ausgedacht, wo man die Magnete einfach oben reinsteckt. Und dann fallen die nicht raus und sind quasi im Bauteil selbst verbaut. Ja, man kann die jederzeit nochmal rausziehen und kann die nochmal reinstecken. Das ist kein Thema. Man muss halt aufpassen, dass die Ausrichtung von den Magneten stimmt, damit die sich nicht abstoßen, sondern halt entsprechend. Aber das muss man ja vorher auch. Ist eine ganz coole Lösung. Allerdings durch diese Außenwände werden die ein bisschen mehr abgeschwächt, als wenn sie durch das Epoxy halt quasi direkt Schnauze auf Schnauze halt entsprechend treffen und das merkt man. Ja, das ist also, die Lösung an sich ist eine gute Idee, aber man merkt halt, dass die Magnete nicht so stark sind wie früher, weil einfach die Wirkung durch die Wandstärke aufgehoben wird ein bisschen. Das ist, naja, kein Downer jetzt in der Hinsicht, also es hält trotzdem zu. Es ist nur nicht so schön, dass man das wie beim alten dann so klack und dann geht es von alleine zu. Das ist jetzt nicht mehr so doll, finde ich. Also zumindest nicht bei meiner Version. Vielleicht habe ich die falschen Magnete benutzt. Ich weiß es nicht. Kann ich nochmal im Nachgang gucken. Aber es ist nicht ganz so schön, wie ich das mir erhofft hatte. Genau. Die Klappe für nach oben funktioniert einwandfrei. Also muss man echt sagen, geht wie von selbst, ist wie beim Auto. Motorhaube auf, bleibt stecken und dann muss man halt nochmal diesen Hebel nochmal nach vorne ziehen und das Ganze nach unten machen. Ist aber echt geil. Wird hinten auch durch einfach nur M330 Schrauben gehalten. Das ganze Ding wird durch an verschiedenen Stellen, das ganze Oberkonstrukt, das ist ja jetzt so ein Stück höher oben, damit die MMU noch reinpasst, ist durch M330 Schrauben miteinander verzahnt und verbunden. Ist eine coole Idee, muss man echt sagen, dass man auch dieses komplette Konstrukt einfach oben drauf setzt, ein bisschen zurechtzuppelt und dann passt alles. Ja, also ich muss sagen, es hat wirklich gut gepasst, besser gefühlt als bei der letzten Version. Hat auch mehr Spaß gemacht als bei der letzten Version, weil man gemerkt hat, okay, das passt echt super und da wackelt nichts, da bewegt sich nichts großartig. Das ist schon echt solide, muss man sagen, im Vergleich zur letzten. Es gibt mit Sicherheit noch bessere, aber wenn ich jetzt mal überlege, was haben die, ich sage einfach mal 2 Rollen, weil ich nicht genau weiß, wie viel ich hatte. Ich hatte eine angebrochene verwendet und habe jetzt noch eine da, die ist angebrochen, da ist jetzt noch ein Drittel drauf. Ich sage einfach mal 2 Rollen, dann ist man sicher, dann hat man wirklich alles gedruckt und
was hat mich das jetzt gekostet? 60 Euro für das Filament plus nochmal 30 Euro für die Tische, wobei ja, 30 Euro sagen wir mal für die Tische, dann bin ich bei 90 Euro. Plus nochmal die Plexiglasscheiben und das bisschen Schraubenzeugs, dann bin ich bei 120 Euro, irgendwas in Richtung 120, 130 Euro. Ne, nicht ganz. 140 Euro, sowas in Richtung. Wenn ich wirklich alles so mal summarum mitrechne, auch Druckzeit und hast du nicht gesehen. Ist nicht ganz billig, auf keinen Fall. Aber ist immer noch günstiger als so ein 6.000 Euro Enclosure für den da hinten, ne? Und sieht auch jetzt, finde ich, nicht schlecht aus. Ja, ist jetzt speziell auf den i3 mit der MMU. Beim Ender 3 würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht hingehen und diese Klappmechanismus vielleicht weglassen. Ich weiß es nicht genau, wobei das ist auch nicht störend. Aber auf jeden Fall den Ausschnitt in der Decke würde ich weglassen, weil da kommt keine MMU drauf, da kommt höchstens eine Palette drauf. Und da habe ich lieber, dass der Deckel ein bisschen stabiler ist. Als jetzt, also der wird halt einfach geschwächt, ja. Das dünne Papier, Pressholz, was weiß ich auch immer, wird dadurch definitiv geschwächt, weil diese Pappstruktur zwischendrin fehlt und die Unterschicht. Und das ist halt nur mal eine Spur stabiler als jetzt nur eine Schicht, ist klar. Und da braucht man es auch einfach nicht, ja. Von daher, ja. Ich habe jetzt auch obendrauf nochmal bewusst das eine Loch gelassen. Da werde ich diesen Adapter nochmal ein Stück kürzen. Das eine Loch habe ich bewusst gelassen, weil ich mir gerne vorbehalten möchte, dass ich die Palette anschließe. Ja, das heißt also, falls ich mal wieder die von der MMU die Schnauze voll habe, dass ich die Palette einfach draufstelle und die dann benutze. Das geht nämlich auch wunderbar. Ich brauche nämlich einfach nur die Rollen zu nehmen und reinzuspulen in die Palette und dann geht da ein Filamentdraht raus und ab in die, durch die Öffnung in den Drucker rein. Ist wunderbar flexibel, passt echt super. Ich muss jetzt nur noch mal morgen die PSU anbauen. Die habe ich vergessen heute. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern bewusst weggelassen, weil es einfach heute zu viel war sonst. Sonst werde ich heute nicht mehr mit dem Schneiden fertig. Aber, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Ich werde mir noch mal überlegen, ob ich noch vielleicht ein paar Griffe wie früher vorne reindrucke. Weil ich habe jetzt die alten Griffe kaputt gemacht, weil da waren die Neodym-Magnete drin, die ich unbedingt da wieder raus haben wollte. Deswegen, die sind kaputt, die muss ich noch mal neu drucken. Da hatte ich dann ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Ich hatte auch nicht dran gedacht, dass die Magnete in die Türscharniere reinkommen, aber ja. Und dann wird das Ganze nochmal verkabelt. Die MMU kommt nochmal drauf und dann sehen wir uns die Tage nochmal, wenn das Ding steht. Und abschließend gibt es nochmal ein bisschen B-Roll. Stopp, nein, ha, fast. Ich habe heute noch was bekommen und zwar, das will ich euch noch ganz, ganz dringend sagen. Ich habe heute die Druckfedern bekommen für die nächste Nerf Gun. Und da seid ihr gefordert. Und zwar möchte ich, jetzt, wo habe ich denn die Farbbeispiele? Einmal habe ich gesagt gehabt, die hier, Rostrot und Grün. Und zum anderen Blau und Orange. Und jetzt möchte ich von euch gerne wissen, weil ich habe 5 Druckfedern und ich werde zwar vielleicht 5 Druck-Nerfguns bauen, aber ich werde sie nicht alle brauchen. Und jetzt seid ihr gefragt, dass ihr mal unten in die Kommentare schreibt, welche Farbkombination ihr gerne an so einer Nerfgun sehen würdet. Zwinker. Das ist natürlich ein Vorteil für die Leute, die bis zum Ende gucken und jetzt das Ganze mitbekommen. Ich verabscheue mich jetzt in den Feierabend. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Happy Printing.